Hallo, ich bin der Timo, bin 19 Jahre alt und mache derzeit eine Ausbildung zum Werkzeugmechaniker bei Schwan Cosmetics in Weißenburg. Schwan Cosmetics ist einer der führenden Kosmetikhersteller weltweit und gehört zur Schwan Stabilo Unternehmensgruppe. Die Ausbildung dauert 3,5 Jahre. Ich bin derzeit im zweiten Lehrjahr. Die Berufsschule ist in Wochenblöcken aufgeteilt und ist ebenfalls in Weißenburg. Der Werkzeugmechaniker ist ein Metallberuf, bei dem sehr genau gearbeitet werden muss. Bevor ich mich an die Arbeit mache, ziehe ich meine Schutzkleidung an. Dann gehe ich zu meinem Ausbildungsbeauftragten und frage nach, was es zu tun gibt. Je nachdem werde ich dann einen Bereich des Formbaus zugeteilt, wie zum Beispiel die Instandhaltung. In der Instandhaltung werden die Formen gereinigt bzw. gewartet. Dazu müssen sie zerlegt werden. Nachdem die Form gereinigt bzw. das beschädigte Teil ausgetauscht oder repariert worden ist, muss man die Form wieder sorgfältig zusammenbauen. Nicht nur in der Instandhaltung bin ich tätig, auch im Formenneubau. Hier werden Formteile wie Formplatten, Kerne und Einsätze gedreht und gefräst. Dies wird an computergesteuerten Maschinen gemacht, wofür ich aber ein Programm schreiben muss. Das Programm beinhaltet die Koordinaten, die das Werkzeug anfahren soll. Dabei muss auf viele Dinge geachtet werden, wie den Werkzeugradius oder Werkstücksaufmaße. Nach dem Drehen und Fräsen werden die Teile zum Härten verschickt. Danach werden sie in der Schleiferei auf ihr Fertigmaß gebracht. Dabei geht es um eine Genauigkeit von Tausendstel Millimeter. Mir macht der Beruf sehr viel Spaß und das Arbeitsklima in der Firma ist sehr angenehm. Wenn euch das Video jetzt gefallen hat, dann bewerbt euch doch bei Schwan Cosmetics. Vielleicht sieht man sich schon bald.